Der australische Gesundheitsminister Mark Butler kündigte an, dass das Land die Einfuhr von allen Vapes stoppen werde, die nicht für Apotheken bestimmt seien. Auch Einweg-E-Zigaretten bestimmte Geschmacksrichtungen und Verpackungen werden verboten. Damit sollen besonders Jugendliche geschützt werden. Keine Kaugummi-Aromen mehr, keine rosa Einhörner oder E-Zigaretten, die als Textmarker getarnt sind, damit Kinder sie in ihren Federmäppchen verstecken können, so Australiens Gesundheitsminister, Mark Butler. Das Land wolle verhindern, dass die Fortschritte durch die Reduzierung des Tabakkonsums, durch die neue Bedrohung für die öffentliche Gesundheit zunichte gemacht würden. Ursprünglich sei Vaping an Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt als therapeutisches Produkt verkauft worden, um Langzeitrauchern beim Aufhören zu helfen. Studien zufolge ist die Wahrscheinlichkeit dreimal höher, dass das Dampfen besonders junge Menschen dazu verleitet, auch normale Zigaretten zu rauchen. Statista zufolge gehört Australien zu den 10 Ländern mit dem geringsten Raucheranteil. Im Jahr 2020 belief sich der Prozentanteil der rauchenden Einwohner auf ca. 11%.